Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Im Februar 1932 schlägt in Berlin eine Schwedin auf, die sich in ihrer Heimat mit 3 Gedichtbänden bereits einen Namen gemacht hat. Aber erst in Berlin scheint sie Befreiung ihres Lebens von Krisen und Zwängen zu erfahren oder die Illusion davon. Was sie ursprünglich nach Berlin trieb, war das tiefe Bedürfnis, endlich eine umfassende und hilfreiche Psychoanalyse zu finden. Was sie tatsächlich fand, war ein Ausleben ihrer Bisexualität in der Berliner homosexuellen Szene. Heilen konnte sie das aber nicht nachhaltig von ihren persönlichen Krisen, die sie letztlich in den Selbstmord trieben. Wie konnte es dazu kommen? Die am 26. Oktober 1900 in Göteborg geborene Karen Boye war ein äußerst fantasiebegabtes Kind, das sich aber schon in früher Pubertät mit Lebens- und Sinnfragen belastete. Bereits als Jugendliche nannte sie sich selbst eine Buddhistin und hatte keine Scheu, das offen in der Schule zu bekennen. Als junge Erwachsene wandte sie sich dann wieder dem Christentum zu, vielleicht dem Bedürfnis geschuldet, ihre Religiosität im Austausch mit einer Gemeinschaft zu leben. Diesen Austausch fand sie in christlichen Ferienlagern, in denen dann auch die Bekanntschaft mit der 6 Jahre älteren Anita Nathorst begann, die am Ende von Boyes Leben noch einen wichtigen Platz einnehmen würde. Spätestens während ihrer Ausbildung zur Grundschullehrerin in Stockholm wurde sie sich auch ihrer sexuellen Orientierung bewusst, die sich zunächst in einer hoffnungslosen Schwärmerei für eine Mitstudentin ausdrückte und die sie dann später, 1934, in ihrem autobiografisch geprägten Roman Krisis verarbeitete. Die Widersprüche, in denen sich Karen Boye aufgrund ihrer sexuellen Orientierung befand, waren ein Grund, dass sie statt eines Theologiestudiums, wie es die Rektorin ihres Ausbildungsseminars für sie wünschte, Psychologie studieren wollte. In dieser Zeit wurde sie auch zur ernsthaften Dichterin und als 22-Jährige traute sie sich, ihre erste Sammlung, Wolken, einem angesehenen Verlag, dem Albert Bonniers Verlag, vorzustellen. Heutzutage kaum vorstellbar. Der Verleger Karl Otto Bonnier sagte der jungen namenlosen Frau die Veröffentlichung zu und zahlte sogar einen Vorschuss, aus dem einfachen Grund, dass ihm die Gedichte gefielen. Aus dem Psychologiestudium wurde dann in Uppsala ein Studium in Griechisch und in nordischen Sprachen und Literatur, wobei es ihr dabei besonders Isländisch und die Edda angetan hatten. Unter dem Einfluss eines Kommilitonen begann hier auch die erste Auseinandersetzung mit Freud und der Psychoanalyse, auch dem Wunsch geschuldet, normal zu sein. In der Zeit erschienen die 2 weiteren Gedichtbände Verborgenes Land 1924 und Herde 1927, die beide insgesamt positiv aufgenommen wurden, auch wenn Karen Boye selbst mit dem 3. Band Herde nicht ganz glücklich war. 1928 zog Boye nach Stockholm, wo sie in verschiedenen Zeitschriften auch essayistisch tätig wurde, von ihrem Verlag den Auftrag erhielt, Thomas Manns Zauberberg zu übersetzen und vorübergehend als Lehrerin arbeitete. Noch in Uppsala hatte sie sich außerdem als Mitglied der linksgerichteten intellektuellen Vereinigung Clarté politisiert, eine bemerkenswerte Entwicklung, da sowohl die Psychoanalyse als auch Clarté äußerst religionskritisch eingestellt waren. In dieser Vereinigung lernte sie Leif Björk kennen, den sie 1929 heiratete. In Stockholm geriet die Ehe mit Björk recht schnell wieder in Auflösung und Karen Boye suchte gezielt die ein oder andere Affäre mit einem Mann. 1934 wurde die Ehe geschieden. Eine 3-wöchige Reise 1928 in die Sowjetunion war aber wohl auch in politischer Hinsicht eine eher ernüchternde Erfahrung, die ebenso wie der Nationalsozialismus Eingang in Boyes berühmte Dystopie Kallokain fand. Mit dem Roman Astarte 1931, einer Konsumkritik aus der Sicht einer Schaufensterpuppe, begann Boyes erfolgreiche 2. Karriere als Prosaschriftstellerin.
Diese neue Tür, die sie öffnete, änderte aber nichts an den Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken, die sie dazu bewegten, in Berlin eine psychoanalytische Behandlung zu beginnen. Berlin bedeutete für Boje möglicherweise Befreiung und Verstörung zugleich. Befreiung dahingehend, dass sie sich ihrer sexuellen Orientierung endlich ohne Schuldgefühle stellte. Sie verkehrte in den einschlägigen Bars, pflegte Affären und verführt, so ihre eigene Darstellung, die 12 Jahre jüngere Halbjüdin Margot Hanel. Beide begannen dann in Stockholm ein problematisches Zusammenleben. Problematisch deshalb, weil Karen Boye sich immer noch von anderen Frauen angezogen fühlte. Auf der anderen Seite lebte Margot Hanel in Stockholm zwangsläufig in vollkommener Abhängigkeit von Karen Boye, auch finanziell, und war außerstande, ein eigenes soziales Umfeld aufzubauen, eine Verantwortung, die Karen Boye immer wieder zu überfordern schien. Zusätzlich wurde die Beziehung durch gesundheitliche Probleme Margots belastet und durch die Ablehnung, auf die Margot in Boyes Freundeskreis stieß. In dieser Zeit vollendete Boye aber 2 weitere Romane, darunter den bereits erwähnten Krisis 1934, in dem sie es wagt, religiöse Selbstfindung im Konflikt mit sexueller Orientierung zu thematisieren. 1935 erschien auch endlich wieder ein Gedichtband, Um des Baumes Willen, mit einem der bis heute in Schweden bekanntesten Gedichte, Gewiss, es schmerzt. Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger. Trotz beachtlicher Resonanz vom Schreiben konnten 2 Menschen nicht leben. Und so begann Boye 1936 eine Tätigkeit als Lehrerin im Internat Vigbyholm bei Stockholm. Zwischenzeitlich zog sie auch dorthin und man kann nur spekulieren, ob sie damit auch Abstand zu Margot Hanel suchte. Es war nicht von langer Dauer. Boye kündigte aufgrund psychischer Krisen, eine schmerzhafte Nervenerkrankung ihres Arms führte dazu, dass sie sich in die Obhut ihrer Mutter begab. Eine Wiederaufnahme des Kontaktes mit dem Idol ihrer Jugend, Anita Nathorst, führte zu einer weiteren unglücklichen, unerwiderten Liebe, die ohnehin nur darin bestand, die schwer an Krebs erkrankte Anita in ihrem Sterben zu begleiten. Die Gespaltenheit, die sich aus ihrer Loyalität zu Margot Hanel ergab, Karen Boye verbrachte viel Zeit bei Anita im 400 Kilometer entfernten Alingsås, das erneute Eintauchen in die Psychoanalyse-Szene, Anita Nathorst war Assistentin und zwischenzeitlich Lebensgefährtin des Analytikers Ivan Bratt, und nicht zuletzt die politische Situation Europas führten wohl zu einer immer tieferen Zerrüttung. Umso bemerkenswerter, dass sie ausgerechnet in dieser Zeit ihren letzten und größten Roman fertigstellt. Kallocain sollte ihr Werk von der weltweit größten Resonanz werden, ein vordergründig für Boye untypischer Science-Fiction-Roman, dessen Protagonist der Erfinder einer Wahrheitsdroge ist, die als Mittel zur Gesinnungsprüfung in einem totalitären Regime eingesetzt wird. Tatsächlich ist Wahrheit und Wahrhaftigkeit ein großes Thema im Leben und Schreiben Boyes, der aufgrund ihrer Bisexualität nie ein uneingeschränktes Leben in Wahrhaftigkeit möglich war. Der Erfolg dieses Romans, sowohl in der Kritik als auch im Verkauf, brachte nicht den nötigen seelischen Auftrieb, um die finale Tragödie zu verhindern. Unerträglich wird es für Boye, Anita Nathorst sterben zu sehen. In keiner Welt kann man leben, in der du nicht bist, dichtet sie offenbar an Anita gerichtet. Am 23. April 1941 verschwindet sie unvermittelt aus dem Haus in Alingsås, eine kurze Nachricht zu ihrem Eigentum hinterlassend. Tage später wird sie gefunden. Sie hatte eine Überdosis Schlaftabletten genommen, die selbst nicht tödlich war, die sie aber bewusstlos im Wald erfrieren ließ.
Margot Hanel, von Karen Boyes Familie gemieden und jetzt vollkommen isoliert, nimmt sich wenige Wochen später das Leben. Anita Nathorst erliegt ihrem Krebsleiden am 19. August.